Hallo an alle, die jetzt nicht live auf Twitch dabei sind und sich mein Video im Nachhinein auf YouTube oder auf Twitch anschauen. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und das Video nachschaut. Wir spielen heute in einem von mir vorhandenen Spielstand bei der Familie Grün, die bestehend aus dem Vater Sam, der Mutter Sabine, dem Sohn Leo, der Tochter Eva und den Zwillingen Elena und Charlotte Grün. Das ist die Familie, wo einer der Teenager auszieht und dann in mein erstes eigenes Let's Play starten wird. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Über Kommentare, Feedback und Follower würde ich mich sehr von euch freuen. Ich bin für alles offen an Feedback, was ihr mir geben könnt, da ich das selber auch noch nicht so lange mache. Und freue mich einfach, dass ihr vielleicht auch gerne Sims spielt oder einfach nur die Videos schaut und ich da ganz viele Neuigkeiten auch für mich sammeln kann, auch ganz viele Ideen bekomme. Und dann starten wir mal los, würde ich sagen. Okay, wir kennen uns von WoW. Der Name sagt mir jetzt erstmal nichts. Vielleicht willst du mir noch mehr verraten, Edward. So, dann schauen wir mal hier, wie es allen geht. Auftritt: Weißkittel mit Herz. Kokettes Gefühl erforschen. 25% erledigt. Wann ist der Auftritt? Am Montag um 12. Na, da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, was macht sie beruflich? Gar nichts. Er geht zur Schule, ist Einser Oberschüler. Sie geht zur Schule und ist Einser Oberschüler. Und die beiden Kleinen, die machen noch nichts. So, es ist Wochenende, das heißt, da ist keiner in der Schule. Sehr gut. Wie hieß du denn immer in WoW, wo wir zusammen gespielt haben? So, sie kann dann nach ihren Pflanzen gucken. Da kann ein bisschen was weiterentwickelt werden. Ich war. Ah, ja, genau. Der Name sagt mir jetzt mehr als Edward. Cool. Ja, ich spiele auch noch WoW. Das will ich auch vielleicht ab und zu mal als Content mal im Stream spielen, neben meinem Let's Play, was ich halt gerne aufbauen möchte. Aber ich bin gar nicht mehr auf der Ali-Seite. Ich bin jetzt auf die Horde-Seite gewechselt. Und da spiele ich aktuell einen Heal Priest und bin aber gerade auch da dabei, mir einen Shami hochzuspielen, weil Priester auf Dauer alleine ein bisschen, naja. Oh, cool. Immer montags und donnerstags. Na, da muss ich doch mal bei dir reingucken. Das klingt doch cool.
So, was haben wir denn jetzt? Ach, es ist bald Winterfest. Na, dann können wir den Baum ja stehen lassen. Immer ab 18 Uhr. Immer. Nee, warte mal, heute ist Donnerstag. Muss ich doch heute ab 18 Uhr mal reingucken, Edward. Manji Chilo! Hallo Steve. Ja, das ist bei mir auch gerade so, Edward. Ich versuche auch gerade den Affiliate-Status zu erreichen und versuche gerade wirklich auch Follower zu bekommen. Deswegen versuche ich überall so auf meinen Plattformen, wo ich unterwegs bin, zu zeigen, wann ich halt live bin und mir das halt so ein bisschen nebenbei halt aufzubauen, weil ich halt gerne Sims spiele und ich. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, dass also die Follower auch dazu zu kriegen oder die Leute dazu zu kriegen, die diesen Content schon schauen, dadurch, dass es ja wirklich schon einige gute Creator gibt, ist es gar nicht so einfach, die Leute auch dazu zu bekommen, in seinem Video oder in seinem Stream, sag ich mal, dabei zu sein, gell? Da ist es wirklich gar nicht so einfach. So, da hast du jetzt schon mal 44, da fehlen dir nur noch 6. Ja, mir geht's sonst wirklich gut. Ich mache das ja auch alles hier neben meinem Hauptjob und versuche da so ein bisschen halt, ne, das alles unter einen Hut zu kriegen. Familie ja auch sehr gut. Ja, passt wirklich. Passt wirklich alles. Arbeitsmäßig gerade ein bisschen schwer. Bei uns wird gerade ein bisschen umstrukturiert auf der Arbeit. Das haben wir gestern erst alle erfahren. Ja, da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Gedanken machen, wie das jetzt weitergehen soll. Naja, aber irgendwie findet sich immer ein Weg. Ich sage immer, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue, ne? Schauen wir mal. So, mein Screenshot gespeichert.
Ja, genau. Hallo Helmer 18. Freue mich, dass du da bist. Ja, es ist am Anfang wirklich schwierig, sich ein Content aufzubauen. Und allgemein, wenn du das wirklich neben der Arbeit machst, ist es halt am Anfang wirklich auch sehr schwierig, die Zeit zu haben, je nachdem. Bei uns ist es ja Früh- und Spätschicht auch noch aufgeteilt, ne, dadurch, dass ich in der Ambulanz bin. Und da ist es wirklich, da musst du gucken, wann habe ich Frühschicht, wann habe ich Spätschicht, wie kann ich was am besten machen. Und ja, aber ich denke mal, irgendwie kriegt man alles hin. Das wird schon. Helma 18, was heißt hier eigentlich na, du alte Schachtel? Nein, ich weiß nicht, wer du bist. Der Name sagt mir nichts. Ah, Sissy. Woher weißt du das, Steve? Steve ist irgendwie immer bestens informiert. Elmer Brandt. Ja, gut, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen wegen dem H vorne. Ich habe das jetzt nicht als Elmer gelesen, sondern Helmer. Siehst du mal, wie schnell man sich da täuschen kann. So. Mal gucken, was hier los ist. Warum ist sie hier traurig? Marotte enthüllt, liebt es, getragen zu werden. Na bitte. Jetzt geht's erstmal ab in den Hochstuhl. Ah, Sissy ist arbeiten und Marco denkt sich, na gut, dann stöber ich hier mal durchs Internet. Na, wenigstens bist du bei mir gelandet und nicht auf irgendwelchen Seiten, wo man tiefe Ausschnitte oder irgendwas sieht. Macht sie nicht eigentlich Homeoffice? Ich dachte, sie macht Homeoffice, hatte sie letztens erzählt, Marco. Wer steht hier vor der Tür? Muchi Peachy? Go Orange. Sie schläft. Wie ist es eigentlich bei dir so von der Zuschauerzahl her, Edward, wenn du das machst? Kommen da eigentlich viele rein, wenn du so Musik machst oder eher weniger? Ach, du liegst im Bett, Elmar Brandner. So gut wollen wir es auch mal haben. In diesem Spielstand hier habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, das war mit einer meiner ersten Familien, die ich erstellt habe.
Arbeitsunfall. Es ist Zeit für den Abschlussball. Style dich auf. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, Edward. Das Ding ist, du musst erstmal, sag ich mal, eine Connection zu den Streamern aufbauen. Ich habe ja auch zwei Lieblingsstreamer in der Sims-Content-Reihe, die ich gerne anschaue. Das Ding ist aber, du kannst ja nicht, sag ich mal, zu denen hingehen und sagen, ja, hier, ich streame jetzt. Ne, habt ihr vielleicht Lust, mich zu unterstützen oder so in die Richtung? Ne? Das muss halt auch irgendwo, sag ich mal, von denen aus so ein bisschen kommen. Ne? Ich hatte der einen auch mal geschrieben auf Instagram. Halt einfach mal wegen ein paar Tipps und sowas, ob man vielleicht ein paar Tipps und Vorschläge bekommen kann. Und es ist aber schwer. Die müssen wirklich erstmal auch auf denjenigen zugehen und wirklich sagen wollen, okay, ne? Und die meisten, nicht alle, aber die meisten denken halt, was das angeht, halt viel auch an sich und an die Leute, die sie vielleicht schon länger in ihrer Community drin haben. Halt das Schwierige. Was hast du denn eigentlich für einen Arbeitsunfall gehabt, Marco? Also ich werde auf jeden Fall heute Abend mal in deinen Stream reinschauen und gucken, was du Schönes an Musik machst. Bei mir, ich habe ja auch gestern eine Cam bestellt. Die kann ich dann heute auch installieren. Mal schauen, wie das dann ist. Und die Leute einen nochmal sehen können und wissen, wer dahinter steckt. Ob das vielleicht dann auch ein bisschen schöner ist für die Zuschauer. So, der Abschlusskönig und der Abschlussnarr wird gekürt. Mal schauen, wer gewählt wurde. Oh, Abschlussballkönig ist Leon Grün. Ich weiß, wer das ist. Das ist unser Leon. Ich glaube, die Direktorin fährt auch so ein bisschen auf ihn ab. Leon.
Du bist aber ein hübscher König. Sehr schön hat das gemacht, der Leon. Ich glaube, er muss mal ganz dringend aufs Klo. Sonst macht er sich ins Höschen. Ich habe mir gestern eine für... Eigentlich hätte sie auch 30 gekostet, bei Amazon bestellt. Mit Stativ. Aber als Prime habe ich dann die Möglichkeit gehabt, noch so einen Coupon einzulösen. Da habe ich nur 26 bezahlt. Und ja, ich denke mal, also von den Rezensionen her und so war die eigentlich gar nicht so schlecht. Also hatte gute Rezensionen gehabt und ja, ich denke mal auch für den Anfang sollte das auf jeden Fall ausreichen, erstmal eine normale Cam zu haben. Und wenn wirklich alles gut ins Rollen kommt, dann kann man immer noch sagen, hey, hier, das, das und das, gell. Aber du bist ja nicht mehr so viel Follower davon entfernt. Ist ja bei dir nicht mehr so ein weiter Weg, sag ich jetzt mal so. Und das Gute ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du musst ja auch so ein bisschen darauf achten, welche Musik du spielst, ne? Aber ich denke mal, mit Musik catcht man die Leute eigentlich schon immer mehr. Oh, das ist eine hübsche. Widaba? Quibus Baromna? Das wäre doch. Tambra! Oh, ganz lustig. Ich habe jetzt schon gedacht, ihr Gesicht hat so ausgesagt, so wie. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Habanor Saguinario. Loonies. Gelsi. Umav. Oh, Dad. Leon, unser kleiner Weihnachts. Piff of the Zoo. Neep. Boy, Vigrenoy. Oh, shit. Wie hübsch sie aussieht. Prompts Maisie. Was an Shirarji? Unsere Muskeln. Schwabi? Nimorf. Vadish. P-Mip. Oh, Asip. Mindel Nopsi? No. Nee, nicht. Cleave. Wir sehen, ob sie die Lust hat, ein bisschen zu knuddeln. Nerkska Shirarg. Hibbowau Genosa. Maybe Saguinario. Tibuambic? Ha! Ah, Dorna. Greta. Gungane Ansa. Noosh. Nein, Greta, bleib hier. Reshnichaku. Halt, stopp. Halt, stopp. Greta, du musst hier bleiben. Wir möchten gerne noch ein Foto mit dir machen. Stubby Frada. Wie könntest du vielleicht möchte dich nicht mit ins Bild nehmen. Foto machen mit. Schön romantisches Foto. Hallo Gabi, schön, dass du da bist. Ja, dein Taxi ist beschäftigt. Ich war gestern, ne? Also, so, mal über alltägliche Sachen zu sprechen. Ich war gestern mit Jason einkaufen. Für alle, die es nicht wissen, Jason ist mein Sohn.
Ich habe 150 Euro ausgegeben für wirklich nur normale Lebensmittel trinken, ohne irgendwelchen großen Schnickschnack, irgendwelche teuren Sachen, sag ich jetzt mal. Also das war wirklich, da habe ich mir echt gedacht, also so langsam wird es wirklich Wahnsinn. Ach Mensch, warum musst du denn jetzt schon wieder hierher kommen? Ich will nicht, dass du jetzt hierher kommst. Nee, dann kommt sie ja auch dahin. Irgendein romantisches Action. Gehst mal alleine kurz hier hin. Und dann rufst du sie mal. Kannst du sie rufen? Nur sie. Tibbs. Greta, komm her. Woohoo! Morib Zabazia. Yasinar. Ein bisschen mit Greta flirten. Lanzaya? Yibs. Renjaro. Die ist aber schon ganz schön anstrengend, so, oder? So. Oh. Dekanoi Yamp. Los, du solltest sie doch umarmen. Jeruk Dekelka? Nee. Oh, wie? Habt ihr das gesehen? Greta hat ihn abgewiesen. Das geht ja gar nicht. Ob Leo Naturfreaks mag? Warum nicht? Ist ja egal. Prompts Maisie! Hosani Shiraji! Shibi. Okay, ich glaube, sie müssen jetzt alles machen. Wir verabschieden uns jetzt von Greta. Untele Kanapa. Sipene Frost. Sinoche. Gareth Banesh. Sminchi. Banata. Was hat er hier? Greta massieren. Ach, du willst. Ich war. Den einen Tag war ich auch in der Salatwelt, gell? Also, ich war richtig enttäuscht gewesen, Steve. Ich war. Während der Arbeit am Montag oder Dienstag bin ich hingefahren, wollte mir schnell ein Brötchen holen. Ja, alles gut, Edward. Es kann. Wollte mir ein Brötchen dort holen und dachte mir, weil die doch immer diese leckeren Hacksteaks-Brötchen hatten, ne? Habe ich mir gedacht, gut, okay, die hatten da so Frikadellenbrötchen liegen. Habe ich zwei mitgenommen, eins für mich, eins für Christoph. Und dann haben wir das zu Hause angefangen zu essen. Und dann waren das diese fertigen Frikadellen, die man so zu kaufen kriegt. Die waren entweder einfach nur nochmal kurz angebraten oder weiß ich nicht was. Aber das hat überhaupt nicht geschmeckt, vor allem weil ich diese normalen Frikadellen ja nicht esse. Ich mache ja, was Essen angeht, mache ich ja alles selber, weil ich finde das ja für mich persönlich ekelhaft oder ekelerregend, sowas zu essen. Ne? Dann lieber kaufe ich mir ein Klumpen Gehacktes und mache mir halt selber ein paar Frikadellen. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, gell?
So, die Kinder sind hier irgendwie beide am Stinken. Kannst du mal deine kleine Schwester baden? Baden? Ja, welche war es jetzt, ne? Eigentlich müssen beide gebaden werden. Kannst du erst die eine baden und dann badest du die andere. Nee, du gehst jetzt nicht ins Bett. Du isst erstmal was. Hallo Goldie. Hast du mir jetzt nicht zugehört, Steve, wegen der Salatwelt? Muss ich es jetzt für dich nochmal erzählen? War aus der Salatwelt und ich war richtig enttäuscht gewesen. Die Brötchen haben sie jetzt auch angehoben. Die kosten jetzt, die normalen Brötchen, Salami und sowas, kosten jetzt alle 2 Euro. Und wie gesagt, ich habe gedacht, so damals haben die immer diesen Hackbraten gemacht. Und habe gedacht, das sind auch solche Brötchen. Dann waren das nur die Frikadellenbrötchen. Das war also... Ich habe auch schon zu Christoph gesagt, wenn ich das nächste Mal nochmal also arbeitsmäßig dort vorbeifahre und mir ein Brötchen hole, das werde ich definitiv ansprechen. Also das geht ja gar nicht, weißt du? Frikadellen holen, die eigentlich kaufen, die 2,50 Euro oder so kosten und dann das Brötchen für 2,30 Euro verkaufen und nicht mal frische Frikadellen. Wo der Laden noch dem alten Besitzer gehört hat, da war das alles immer frisch und selber gemacht und so, ne? Und jetzt wird dort hier Fertigfutter verkauft, also das geht gar nicht. Doch, Survival spiele ich auch gerne mal. Aber das, was du jetzt geschrieben hast, kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass nächstes Jahr sollte auch ein neues Survival-Spiel rauskommen. Hatten wir auch auf der Gamescon gesehen und hatten uns auf Game Studios schon mal ein Video angeguckt. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie es heißt. Da müsste ich Christoph nochmal fragen. Das finde ich, also Survival finde ich auch sehr schön. Ich mag dieses Rags to Riches, das mache ich hier bei Sims auch immer gerne. Anstatt Geld zu cheaten oder so, das Geld halt zu erfarmen. Nein, du legst dich nicht bei deinen Eltern ins Bett. Hallo? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ja, also wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, also ich bin sehr enttäuscht zurzeit von dem Laden. Mutti steht daneben und sagt nichts. So, das geht nicht, Charlotte. Also. Verhaltensmaßregeln. Ruhig. Bitten kein Chaos anzurichten. Und die andere macht's auch und der Papa läuft vorbei. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Und die große Schwester putzt hinterher. Na klar. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Gucke ich mir auf jeden Fall nach dem Stream mal an. Weil Survival finde ich auch mega interessant. Warum liegt er denn nicht im Bett? Ich habe ihm doch eben gesagt, er soll sich hinlegen. So, was mit den Mäusen hier? Die bräuchten mal was zu essen. Stellen wir den Kuchen hier hin.
Rust habe ich ja auch mal eine Zeit lang gespielt. Das war auch eigentlich immer gar nicht so schlecht. Oder ich spiele halt auch eigentlich gerne so zeitlos Aufbaustrategiespiele wie Anno und sowas. Das finde ich auch immer total schön. Goldi, wie geht's dir? Was hast du die letzten Tage so Schönes gemacht? Ja, klar, gerne. Vielleicht ist Steve ja auch mit dabei, der spielt ja auch immer gerne mal sowas. Hier hinten hat jemand das Puppenhaus kaputt gemacht. Du kannst mal aufs Klo gehen. Dir dann was zu essen holen. So, Mutti kann mal ein bisschen kochen, also. Mal ein bisschen Essen vorbereiten. Wo finde ich das, Edward? Auf Steam oder? Auch hier die kleine Tanztier. Was ist mit ihr? Wütend. Eieiei. Nee, du gehst mal noch nicht. Du machst mal noch was anderes. Was kannst du denn noch Schönes kochen? Du hast eine große Familie, da muss immer was zu essen im Haushalt sein. Die Zwillinge sind beide wütend. Georg streitet euch hier schon wieder. Ich bin so süß. So, er muss auf jeden Fall noch das kokette Gefühl erforschen. Wo ist er denn gerade? Ach, er ist gerade auf der Burg. Tantiemenbericht. Ah, er schreibt nebenbei noch. Hier noch Bücher geschrieben. Ich habe so lange nicht mehr in diesem Spielstand hier gespielt. Da muss ich erstmal kurz gucken, was er hier so noch alles gemacht hat. So. Kokettes Gefühl erforschen. Er macht das eigentlich. Thank you.
uns noch den Viehstall sauber machen. Hier ist keiner drin. Goldi ist anscheinend nicht mehr da. Ich habe im Internet etwas über eine Vorstellung auf dem Flohmarkt gelesen. Ah, nee, jetzt gar nicht. So, wie sieht's denn bei Leon aus? Der schläft noch. Sie hat sich auch hingelegt. Irgendwie wird der Rest der Familie nicht müde. Was haben die Zwillinge denn eigentlich schon alles gelernt? Tobsuchtsanfall bekommen. Mhm. Sprechen gelernt. Rennen gelernt. Gehen gelernt. Treppensteigen. Und bei dir? Gelernt aufs Töpfchen zu gehen. Das hatte die andere jetzt nicht, oder? Nee. Elena kann noch nicht aufs Töpfchen gehen. Können wir ja mal gucken. Beibringen aufs Töpfchen zu gehen, Elena. Würdest du sagen, dass Sabine und Elena eine strenge Familiendynamik haben? Ja, doch. Ich glaube, sie ist schon der strengere Part. Ich glaube, der Vater ist hier eher der sanftmütige Part. Ah, er muss sich... Das heißt, er muss mal romantisch mit seiner Frau sein. Aha. Oh, yes. Edward, findet man das Spiel, was du mir jetzt gerade gesagt hast, finde ich das auf Steam? Oder auf welcher Plattform finde ich das? Oh, Charlotte geht alleine aufs Töpfchen. Schön. So. Da wird heiß geflirtet hier. Oh. Schmetzel. Ping. Für dich. Da gab's ein Küsschen. Ah. 75%. Ah, Arabe. Abgeschlossen. Gut. Dann kannst du mal was essen. Wie sieht's bei den Zwillingen aus? Die haben auch Hunger. Du gehst auch mal hier hin. Können wir mal das Essen hier rausstellen? Dann kannst du dir hier mal was zu essen nehmen. Und du dir auch? Nein, du lässt sie jetzt bitte in Ruhe. Die sollen sich jetzt hier beide was zu essen nehmen. Wer hat hier schon wieder Chaos gemacht? Kannst du mal aufräumen. Ja,
Shunke Bwopso. Was ist das hier eigentlich, was hier immer rumliegt? Ich will das jetzt mal ins Inventar tun. Was möchte sie denn machen? Jemand eine Zeichnung hinterlassen und von der Natur schwärmen. Ja, das kannst du beides gerne machen. So, die Zwillinge gehen dann ins Bettchen. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Oh, er ist auch wach. Dann kann er, wenn er auf dem Klo war, kann er sich mal was zu essen holen. Er möchte dann gerne joggen gehen. Und dann kann er ja mal Greta anrufen und sich mit der verabreden. Unser kleiner Mädelsschwarm. So, liegen die Zwillinge jetzt im Bett? Ja. Okay. Bücher zu Ende lesen, mit Elena spielen. Das ist schön, Clara, da freuen wir uns. Sam hat ein Küken geholfen, aus dem Ei zu schlüpfen. Was für ein herzerwärmender Augenblick. Oh, schön. Gießen können wir hier nix. Ist alles noch gut? So, Leon, dann kannst du dich jetzt mal mit Greta verabreden. Reisen mit Greta. Wo wollen wir denn mit Greta hingehen? Wie wäre es, wenn wir nochmal nach Coverdale gehen? Und gehen mit ihr hier unten an den Pier. Das wäre doch schön. Treffen uns hier drüben im Park und laufen dann rüber an den Pier. Oh, es ist kalt. Dann müssen wir als erstes mal
Ach, er hat schon zwei Mal aufgetaucht. Sehr gut. Yeah, okay. Wir sind schon in einer Gruppe. Romantische Fahrt mit Greta. Willkommen. Es wird gerade wieder so schönes Wetter draußen. Es wird bestimmt heute wieder richtig warm. Leon hat entschieden, mit Greta über ihre Beziehung zu reden. Was wäre dafür besser geeignet als eine kitschige Pier-Attraktion? Ist das Funkeln in den Augen von Greta ein Zeichen für gegenseitige Anziehung oder bloß eine Reaktion auf den atmosphärischen Nebel, der in den Raum gepumpt wird? Versucht Leon, das schwellende Feuer anzuheizen und das Herz von Greta zu gewinnen, oder versucht er, die romantische Stimmung runterzukochen und eine engere Freundschaft zu begünstigen? Na, also, ich wollte schon gerne mit ihr weiterflirten. So, was kam jetzt hier? Hier, Leon rückt ein wenig näher heran und zwinkert Greta kokett zu. Greta beginnt zu lachen und gibt Leon spielerisch einen Klaps auf die Schulter. Was für ein toller Gag. Der Flirtversuch von Leon ist komplett an Greta abgeprallt und die beiden setzen die Fahrt mit einer freundschaftlichen Unterhaltung fort. Das mag vielleicht nicht das Ergebnis sein, das Leon sich gehofft hat, aber zumindest sind sich die beiden auf irgendeine Weise näher gekommen. Mhm. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Greta, das wird noch was mit uns beiden. Da sind sie. Wir bleiben dran. Wir sagen einfach mal, dass sie ganz toll aussieht. Wollen wir zusammen in die Wolken schauen? Mhm. Greta ruft an, sie ist aber gerade hier. Wie Greta, wir bleiben jetzt hier und gehen nicht zu irgendeiner College-Veranstaltung. Sie sind ja schon süß, die beiden. Von die Idee erzählen und schreiben. So, können die beiden nur noch zusammen Riesenrad fahren? Wollen wir zusammen Riesenrad fahren? Oh je, da habe ich richtig Bock drauf. Getränk bestellen. Milch-Bubble-Tea. Bubble-Tea, Erdbeer, Matcha-Latte. Ja, da sind sie schon, die beiden. Oh,
buddy. Zusammen hinsetzen. Na, Greta. Wir müssen uns doch zusammen hier hinsetzen. Diese Frau. Dann setzen wir uns halt. Sie kann nicht still sitzen. Ich weiß nicht warum. Wo will sie denn jetzt schon wieder hin? Sie rennt irgendwie die ganze Zeit hin und her. Wir wollten uns doch mal noch ein bisschen mit ihr unterhalten. Hey Greta, wie hat dir eigentlich der Tag mit uns beiden gefallen? Nummern austauschen, was sie dazu sagt? Greta und Leo sind soeben gute Freunde geworden. Das ist schön. Aber wir möchten eigentlich gerne Gretas Herz erobern. Sie hat es nicht abgeblockt. Lanzaya knows. Oh, Nalabith? Plessime. Ogres. Then Kira. Abraic Lemtim. So Chimsabavi. Oh, sollen wir es wagen? Sollen wir es wagen? Moenaya. Wir probieren's. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und? Und? Oh, es hat geklappt. Uiuiui. Es hat geklappt. Hat Greta doch ihr Herz erwärmt. Wow. Mirenai. Yips. Greta hat Hunger. Fuma. Ich hab Hunger. Gala. Kamas. Absum. Meine Herren, das hat ja auch wirklich lange gedauert, ne? Dantrip. Umav. Oh, Dagdag. Haribeth. Dafür, dass er erst gar nicht wollte. Hallo Rioxel. Na, ausgeschlafen? Na klar, Leon, du setzt dich jetzt dahin und machst deine Hausaufgaben. Was bist denn du für ein kleiner Streber? Hallo Get Cry. Schön, dass du da bist. Renglar. Mogarish Brenabel. Fribabna. Febene. Hat Siva dich nicht schlafen lassen? Er ist hier auf einem Date. Und macht erstmal seine Hausaufgaben. Leon, du bist wirklich ein richtiger Streber. Tenoba. Kipuna. Tombra Clover. Shyla. Nalfe. Shimpu. Warum heulst du denn jetzt so?
Sepane. Mwah. Faru. Bakinja. Nibahana. Jetzt muss ich fragen, Get Cry. Du bist. Wer? Weber. Pazamba. Ich kann mit den ganzen Twitch-Namen noch nichts anfangen. Oh, das ist ein Blipper. Bernardo Kadab. Sarpava. Sarpava. Pazame Wafada. Schön. Shaladia? Wie geht's, Kim? Yabankwa. Zifun Blashuni? I am Sum. Wasajay. Ich hoffe, ihr geht's heute ein bisschen besser. Also Fabi, du wirst es ja wohl hinkriegen, ein paar Leuten Tabletten zu geben, im Auto zu fahren und einfach nett zu sein. Das schaffst du doch bei uns auch, nett zu sein. Mehr musst du gar nicht. Yasinarp. Ich glaube, ein paar unserer Omis würden sich freuen, mal noch einen anderen jungen Mann kennenzulernen. Ach, Schatz, sieh nicht immer alles so schwarz. Du weißt ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Wanna fash. So, wir geben der Kreta mal eine Rose, weil wir nett sind. Naja. Tada, Kreta. Oh, wie sie ihm die Rose aus der Hand gerissen hat. Oi. Die hat auf jeden Fall Feuer im Blut. Mein Sound von Sims und was gehört in den Dolle? Habe ich den irgendwie lauter gemacht? Aber ich habe doch gar nichts umgestellt. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. So. Wo will Kreta jetzt eigentlich hin? Ich glaube, Kreta geht einfach nach Hause. Naja, nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt auch nach Hause. Ist es jetzt besser? Ich habe es jetzt ein bisschen runter gemacht. Ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass meine Kamera mir zugestellt wird. Mal schauen, wann. Bis 22 Uhr in Zustellung. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. So, Leon, du alter Weiberheld. Kannst du mal aufs Klöchen gehen? Und kannst mal noch ein bisschen chatten gehen. Oh, es ist Montag. Heute ist wieder Schule. Nee, dann chatten wir jetzt nicht mehr. Hausaufgaben hat er beim Date schon gemacht, weil er nichts Besseres zu tun hat. Ja, schauen wir mal. Ach, sind die beiden nicht süß? Oho! Nee. Er will sie so küssen und sie denkt sich so, falsch gedacht. Naja.
Warum ist Milka denn unglücklich? So, Leon, du kannst mal ins Bett gehen. Und du kannst dich mal hier... Na toll, Milka schläft. So, dann wollen wir mal gucken. Die können wir mal wegtun. Den hier auch. So, da kannst du mal ein bisschen einkochen. Einmachen. Machst du mal noch ein bisschen Schokoladensirup. So, wie sieht es bei den Hühnern aus? Essen keine Eier zusammen. Eva, was ist eigentlich mit deinen Hausaufgaben? Eva hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht, dann kannst du die mal noch anfangen. Was ist mit den Zwillingen? Die eine hat Hunger. Sabine muss mal wieder zum Markt. Ich wollte jetzt nicht kochen. Unsere Zutaten ein wenig verarbeiten, was wir noch so alles haben. Milka schläft noch. So, er hat heute seinen Auftritt, hat alles dafür abgeschlossen. Na, das räumst du jetzt aber weg. Schmeißt er die Windel einfach auf den Boden, ist ja ekelhaft. Ja, willst du Hund Nummer 2 zu mir bringen? Ach, der schläft. Jackie Boy schläft und Siva macht Terror. Beide schlafen. Sind halt zwei gut erzogene Hunde. Die schlafen dann, wenn wir wach sind und spielen dann, wenn wir schlafen wollen.
Ja, die sind Spaßvögel, das kann man schon sagen. So, du kannst nochmal Elena. Nein, nicht Charlotte. Charlotte kann schon aufs Töpfchen gehen alleine. Elena kann noch nicht alleine aufs Töpfchen gehen. Kannst du mir hier das Chaos ein bisschen aufräumen? Leon, wie sieht's bei dir aus? Du müsstest noch mal duschen. Ja, gut erzogen, ne? Sehr gut erzogen. Muss ich noch mal gucken. Genau, wir wollen nur mit ihm, wenn dann zur Schule gehen. Nicht mit beiden gleichzeitig. So, Leon, dann müsstest du jetzt vielleicht mal aufstehen, dass du es noch schnell in die Dusche schaffst. Sonst stinkst du in der Schule. Wir gehen mit. War er natürlich doch nicht duschen gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist der Direktor. Freundlich vorstellen. Vor allem muss er jetzt die Aufgaben vom ersten Schultag noch mal erledigen. Hallo, Lady. Ich bin zwar schon ein paar Tage länger hier in der Schule, aber ich würde noch gerne mehr über diese Schule erfahren. Komm auf der Copperday Heights. So, dann nehmen wir uns hier vorne den Spind. Wir tun den Spind dekorieren mit Sportdeko. Dann können wir uns gleich mal noch einen Apfel nehmen. Dann waschen wir uns mal die Hände. Putzen uns mal schnell noch die Zähne. Das haben wir nämlich zu Hause nicht gemacht. Dann am Matheunterricht teilnehmen. Schnell, schnell, Leon. Schnell, schnell. Barbahoy Grush. Unaba Bas. Ah, Becken Neu Myth. Arfanaya. On Legan Finish Me Bon. Sagreep Yafarzi. Chinoy. Spancha Dor. Olawate. Vigelja Clum. Aniakra. Alfonsa. Subi Whip. Bayama. Yips, yips. Abadola Wana Feb. Wadida. Arfanaya. Smeba Polonide. So. Die erste Unterrichtseinheit ist geschafft. Wir sollen freundlich zu einem Schüler oder einer Schülerin sein. Na, dann nehmen wir doch dich. Ich kenne dich schon. Wir sprechen über sonniges Wetter, währenddessen hier Schnee ist. Okay.
eigentlich zu einem Fakultätsmitglied sein? Ah, Buna. Na dann fragen wir einfach mal. Wie heißt sie? Madame Cambos und ihren Tag. Okay, haben wir gemacht. Wie sieht's aus mit Hunger? Er hat Hunger. Wir kaufen uns ein kleines Mittagsmenü, das reicht. Sam ist zur Arbeit gegangen, sehr gut, der hat ja heute seinen Auftritt. Hoffentlich macht er ihn gut, wir haben alles dafür erledigt. Leon hat sich hier hingesetzt. Die kennt er noch nicht. Da kann er sich mal vorstellen, unser kleiner Weiberheld. Ist direkt ein bisschen hochgegangen. Wir können über Fitness mit ihr sprechen. Über Frost reden. Wo geht er jetzt hin? Ein Computer. Na klar. Ab zum Unterricht. Was gibt's diesmal? Wissenschaftsunterricht. Olawate, Shapula, Zomphis. Uxanao. Wisup, Vinva, Urabao. Your Blick. Zarzuya, Arfanaya. Smeba, Polonide. Makosa, Yanasa. Frau Kombos unterrichtet alle Fächer. Tombalu, Blarga Resorb Yaba. Afrosh Quunk, Yibs, Yabosa Brop One Penurf. Meine Liebe, Wissenschaft ist wichtig. Abadola Wanafeb, Wadida Finagrau, Yashona Igdalam. Seht ihr, ich habe nichts auf das Whiteboard geschrieben und versteht mich Abadola trotzdem. Anna Herb, Rinshub Shishitab, Quexel. Manchmal steht da eigentlich was dran, aber sie erzählt anscheinend einfach nur so. Naja, da hat man einen Vorteil, man muss die Tafel nicht abwischen. Wir haben den Schultag in Gold erledigt, sehr gut. Leo hat seine Lehrer beeindruckt und heute eine Menge gelernt. Toll gemacht, Leo. Eva ist von der Schule zurück, sie gehört zu den besten Koppertay Highschool-Schülern weiter so. Ganz toll. Warum willst du schon wieder was zu essen bestellen? Schule ist vorbei. Du gehst jetzt nach Hause. Wieder zu Hause. Yes. Die Rechnung ist gekommen. Rechnung bezahlen? Ja, kein Wunder. Nein.
Automatische Lichter, alle Lichter. Naja, sie denken sich, oh, der Vater verdient's Geld. Los geht's. So, was ist mit dir? Die Mutter steht daneben und macht nichts. So. Verhaltenmaßregeln. Nein, streng. Das geht so nicht. So. Sie hat überhaupt keinen Spaß, ist traurig, hat Hunger. So, nimm dir mal hier was zu essen. Wie sieht's bei der anderen aus? Die hat auch Hunger. Dann nimmst du dir hier auch mal was zu essen. Ist noch jemand da im Chat? Hallo, hallo? Fabi ist noch da. Goldie ist auch noch da. Ich habe dich nämlich vorhin gefragt, Goldie, wie dein Tag heute so war. Und da hattest du gar nicht geantwortet, deswegen habe ich gedacht, du bist schon weg. Ich habe nämlich den einen Tag gesehen, dass du online warst im Stream. Und da habe ich mir den Stream dann angeschaut in deinem Haus. Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt alt genug, um hinzugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Könntest du mich jetzt bitte wie einen Erwachsenen behandeln? Erst wenn du ein Stück gewachsen bist, mal sehen, was sich machen lässt. Das kann sein, Goldie, dass du gerade Kaffee holen warst. Wir sagen mal sehen, was sich machen lässt. So, sie kocht ein bisschen. Sie ist immer noch traurig. Sie hat sich auch hingelegt. Bei mir kommen gerade kleine Einbrüche. Kleine Einbrecher im Hintergrund. Wo ist denn der kleine Einbrecher? Hallo, ihr zwei. Ja, hallo, ihr zwei. Oh. Ach, na, ihr zwei kleinen Scheiße. Siva, mach langsam. Langsam. Ja, dein Stream war schön, Goldie. Ich war nur zu dem Zeitpunkt, bin ich gerade ins Bett gegangen, weil wir Frühdienst hatten. Und da habe ich es mir dann am nächsten Tag angeguckt. Jackie Boy, warum hast du eine Rotznase? Warum hast du eine Rotznase, Mr. Jack? Warst du jetzt schon draußen? Mit beiden gleichzeitig? Nur mit ihr. War Papa mit dir Gassi? Hast du fein was gemacht? Zweimal gekackert oder zweimal gepullert? Wow.
wirst ja langsam ein großes Mädchen, hä? Du wirst ja langsam ein großes Mädchen. Guck mal, Papa hat einen Ball. Pass mal auf. Das hat sie nicht gesehen. Das hat sie nicht gesehen, den Ball. Veränderung annehmen, Perfektionistin zu tollpatsch? Nö, eigentlich nicht. Sie ist nicht tollpatschig. Und die Kinder machen hier schon wieder Chaos. Ich krieg den Rappel. Warum die beiden Zwillinge hier eigentlich immer nur Chaos anrichten. Oh, Leon, seine Freundin kommt hier einfach rein. Und er liegt im Bett und schläft. Wann kommt er eigentlich von der Arbeit? Weiß ich nicht. Schauspielkarriere Level 8. Ja, dann geh noch mal mit dem Großen raus. Dann pass ich kurz auf Madame Klein auf. Bringst du mir den Ball? Oh, fein. Nee, ich stream ja noch ungefähr eine halbe Stunde. Da komme ich mit ihr dann rüber. Geh, Schnecki. Gib her den Ball. Ja, ich guck mir die Streams dann auch immer im Nachhinein nochmal an. Aber ich finde es halt auch schön, dass du halt auch viel, also dass du auch ohne CC spielst und ohne Mods. Ich meine, ich habe ein paar CC-Sachen drinnen mittlerweile, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich glaube, 2 GB oder so, also nur eigentlich so ein paar Haare, ein bisschen Wimpern oder sowas halt, ne, weil ich das immer sehr realistisch finde. Wir als Menschen haben ja auch Wimpern. Aber halt nicht so viel, so an Möbel und so habe ich halt wenig. So, Papa ist gerade von der Arbeit gekommen. 1185 Simoleons hat er mitgebracht. Sehr gut. So, wie sieht's bei den beiden Mäusen aus? Die müssen beide mal gebaden werden. Dann gehst du erstmal ganz schnell aufs Klo. Dann badest du erst Charlotte. Und dann badest du Elena. Ja. Das mache ich auch gerne, dass ich entweder irgendwie eine Serie oder irgendwas nebenbei laufen lasse. Gestern zum Beispiel habe ich angefangen, mein Let's Play niederzuschreiben, was ich jetzt demnächst machen möchte. Und deswegen spiele ich jetzt heute auch hier in der Familie, weil es da dann um einen von den Sim geht, mit denen ich dann gern weiterspielen möchte. Und da gucke ich auch, entweder habe ich nebenbei eine Serie laufen, die mich einfach nur berieselt oder Musik oder ein Stream, je nachdem, wer halt auch gerade so online ist, den ich gerne nebenbei lauschen möchte. So, du gehst jetzt ins Bett. Und wenn du fertig bist mit Baden, gehst du auch ins Bett. Na toll, Essen draußen stehen gelassen.
Ja, Greta, ich danke dir auch, dass du da warst. Und was hast du da gemacht, Goldie? Musstest du alles nochmal nachspielen oder konnte man es irgendwie retten? So, die ganze Familie schläft. Wenn er wach wird, kann er schnell duschen gehen. Kann was essen. Seine Hausaufgaben machen. Ah, okay. Also spielst du praktisch gesehen alles nach, was du schon niedergeschrieben hast. Das spielst du jetzt halt so ein bisschen nach, damit du wieder auf den Spielstand kommst. Ja, das ist immer hart. Davor habe ich auch immer Angst, dass wenn irgendwas hier weg ist an Spielständen oder so, dass man da vielleicht auch den kompletten Spielstand verlieren kann. Ja, das ist immer gut, dass man die Galerie hat, dass man da aus der Galerie das auch wieder in seinen Spielstand wieder runterladen kann. Mit der Galerie, muss ich sagen, habe ich noch nicht so viel gearbeitet. Bis jetzt habe ich nur ein paar Sachen hochgeladen, habe ab und zu mal bei Incentra mitgemacht in der Shell-Tour, beziehungsweise als das Ranch-Pack rauskam, da hatte sie gesagt, man soll ein Pferd wie dem Besitzer halt darstellen, halt, ne, dass die gleich aussehen, dass man sieht, dass da eine Verbindung da ist. Da hatte ich mitgemacht, das hatte ich hochgeladen. Eva ist jetzt wählerisch beim Essen. Na bitte, Eva. Dann musst du dir wohl demnächst selber was kochen, wenn du wählerisch bist. Kann sich eigentlich schon mal. Ach nee, warte mal. Doch. Er kann sich mal einen neuen Auftritt suchen. Ehrenturnier. Der Sheriff von Alpha Centauri. Offenes Casting für die Rolle eines Piratenkapitäns der Mannschaft grauenhafter Chinchillas Anführer. Level 7 der Fitnessfähigkeit. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, was er so für Fähigkeiten hat. Fitness Level 5.
Charisma Level 5, Geschicklichkeit Level 6. Casting ist nicht erforderlich und der Auftritt ist Donnerstag. Wir haben Dienstag. Ja, eigentlich sollte er das schaffen, dass er da Fitnessfähigkeit aufbaut. Da können wir gleich mal anfangen. Komm hier, Siva. Möchtest du wieder mit auf dem Schoß sitzen, ja? Und mitspielen und zugucken? Das habe ich, das hatte ich gesehen. Mit den Stammbäumen. Was du da auch bei Familie Grusel gemacht hattest. Siva, wir hüpfen nicht auf der Tastatur rum. Schnecke. Mein Hund ist nämlich immer sehr neugierig. Die möchte gern überall dabei sein. So, er möchte in der Schule auf dem Laufband trainieren. Dann machen wir das mal. Am Unterricht teilnehmen, ja. Wie schmeckt das Schwänzchen? Okay. So, für die Prüfung lernen möchte er noch. Das machen wir. Level 6 der Fitnessfähigkeit. Na siehst du, das geht doch schnell. Level 7 braucht er. Das ist doch gut. Na klar, er setzt sich zur Direktorin ins Büro und lernt dort für die Prüfung. Auch nicht schlecht. Wer hat sich früher auch immer beim Lernen ins Büro der Direktorin gesetzt? Also ich nicht. Oh, los, ab zum Unterricht. Zack, zack, schnell. Sonst gibt's Ärger. Na, jetzt wirst du erwischt und darfst nachsitzen, ne? In der Stadt findet die Geekon statt. Leon hat die Schreibfähigkeit. Das finde ich sehr schön. Die können wir nämlich dann brauchen. Ja, dann gehen wir schnell aufs Klo. Und dann kannst du noch mal für die Prüfung lernen. Freundlich zu einem Schüler sein. Machen wir das mit jungen Mädchen, die sind immer Priorität Nummer 1. Ja.
kannst dir mal einen Spind, einen Apfel nehmen. Bajelja Quunk. Aniakrif. Oh, that annoying Mifwa. Pip Shapula. Uh-huh. Your blick. Laderno. Bimbo. Bajelja Aniashkrifoba. That annoying Mif. Grill me. Dirt. Feferoo. Smeba Polonide. Smeba Wangini. Hanrum Cloin. Yes, yes. Subi Whip. Bayama. Me. Finnegrouse. Bajelja Aniashkrifoba. Yops. Oh, Sibave. Redache. So, der nächste Schultag ist beendet. Leon scheint heute im Unterricht ein wenig unaufmerksam zu sein. Er sollte sicherstellen, dass er nächste Woche wieder voll bei der Sache ist. Der Abschlussball steht vor der Tür. Eva ist von der Schule zurück. Okay. Leon kauft sich noch schnell was zu essen. Mida. Kimba. Er kann nur einen Abschlussball schicken. Ja, das ist richtig goldig. Ein Schritt nach dem anderen. Aber ich finde es halt einfach so Wahnsinn, wie du das alles schreibst und verfasst und wirklich die komplette Familiengeschichte auch von den Townies halt auch so niederschreibst und dir da alles aus dem Netz und überall auch raussuchst. Das finde ich halt schon sehr bemerkenswert. Du möchtest auch immer hoch, runter, hoch, runter. Das ist mein Mikro, da wird nicht reingebissen. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Die sind bestimmt schon alle nach Hause gegangen. Nee. Seine Flamme, Greta, noch irgendwo ist. Nee, ich glaube nicht. Da müssen wir Greta dann mal nach Hause einladen. Seine Schulprodukte können wir jetzt eigentlich mal verkaufen. Die sind ja schon ein bisschen älter. Ja, das stimmt. Das ist manchmal sehr anstrengend. Du sollst keine Lügestütze machen, du sollst nach Hause gehen. Sivi, du bist eine alte Schnulle. Ich brauche meine Hand aber. Hui. Oh, hier ist ein kleiner Fuchs. Turin. So, da kannst du ja mal Greta. Oh, Morgan ist auch eine hübsche Teenagerin. Kannst du mal Greta anrufen, fragen, ob sie mal herkommen will? So, wie sieht's bei dir aus? Was machst du gerade? Trainieren. Du kannst mal deine Hausaufgaben machen. Siva, du bleibst bitte hier sitzen. Nicht auf meinen Schreibtisch. Nein.
So, wie mache ich das jetzt am besten? Abschlussball. Zum Abschlussball einladen, schwänzen. Abschlussball Schild zeigen. Zum Abschlussball einladen. Möchtest du mit mir zum Abschlussball gehen? Schmerzel! Auf jeden Fall mit dir zum Abschlussball. Oh, da freue ich mich aber jetzt. Maybe. Saponario. Sapone? Schiffa! Die Kids machen hier schon wieder Unsinn. Irgendwie machen diese beiden Kinder nur Grütze. Sie haben auch schon wieder beide Hunger. Hol dir mal was zu essen. Und du holst dir auch mal was zu essen. Kannst mal noch ein bisschen was einmachen hier. Schokoladensirup. Am Wochenende gehen wir auch mal auf den Markt und verkaufen mal unsere Sachen. Hat sie denn ihr Essen? Hat sie das schon gegessen? Ich habe doch beiden gesagt, die sollen sich was zu essen nehmen. Ist kalt. Fieber. Pfui. Sie macht schon wieder Chaos. Ich krieg die Krise. Ja, sie kann Retro-Musik ruhig mögen. Sie war nein, es wird nicht gebellt. Sie war aus. Aus.
So, hat sie sich denn jetzt eigentlich was zu essen geholt? Sie ist auf dem Weg. Gut. Jetzt so. Du sollst dein Essen essen. Goldie, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. MMM201, hi, schön, dass du da bist. Siva. Hey. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal kurz. Siva. Es wird nicht gebellt. Komm rein. Draußen ist nämlich ein Hund am Bellen. Und mein Kleiner denkt sich so, na, dann belle ich doch einfach mal mit. Klassiker, kennst du ja irgendwoher, gell, Fabi? Siva. MMM201, wie bist du auf meinen Stream gekommen? Das ist ein alter Spielstand von mir, der ist tatsächlich schon viele Jahre in meiner Ladesäule hier praktisch gesehen eingestaubt. Und jetzt habe ich angefangen, den wieder zu spielen, weil ich gerne ein eigenes Let's Play schreiben möchte, beziehungsweise das auch schon angefangen habe zu schreiben. Und möchte gerne mir nicht ein komplett... Warte mal ganz kurz. Siva, es ist gut, jetzt komm rein. Rein. Hör auf zu bellen. Komm rein. Komm hier. Und ich möchte mir gerne ein eigenes Let's Play machen. Und dazu habe ich jetzt diesen alten Spielstand wieder rausgekramt, weil einer dieser Sims soll dann der Starter-Sim für mein Let's Play sein. Weil ich finde es halt immer schöner, wenn man eine Vorgeschichte hat, anstatt man halt einen komplett neuen Sim nimmt. Siva, komm mal her jetzt. Komm mal her. Komm mal hierher. Komm mal hier. Wo ist denn dein Bällchen? Guck mal, hier ist dein Ball. Anstatt man halt einen komplett neuen Sim erstellt, so hat man halt zu dem Sim schon wieder eine Geschichte. Und kann halt mit dem dann halt auch spielen.
Komm mal her, du alte Schnecke. Was ist denn los? Warum bellst du so? Spielst du selber auch Sims? Und ja, manchmal ist es auch wirklich sehr schwierig. Also, wenn man so viele Kinder hat, also das ist schon gerade in der Familie irgendwie die zwei Zwillinge, die machen irgendwie den ganzen Tag nur Blödsinn. Jedes Mal, wenn man die mal irgendwo sieht, dann haben sie gerade irgendwelches Chaos veranstaltet. Da kriegt man schon die Krise. Und was spielst du sonst so? Ja. Nee, also das ist schon wirklich Stress pur hier in der Familie. Wie gesagt, dadurch, dass ich die wirklich lange nicht gespielt habe, ist es wirklich jetzt das erste Mal wieder, dass ich die spiele. Nach langer, langer Zeit. Und es ist schon stressig, also mit den ganzen Kindern. Das Gute ist, dass die anderen zwei ja schon Teenager sind und die braucht man sich nicht so viel zu kümmern. Aber hier die zwei, die Zwillinge hier, Elena und Charlotte, also die sind schon grauenhaft. Und da ich ja ohne Mods spiele, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Mods zu spielen und die dann in die Vorschule zu schicken, aber ich finde es halt immer besser oder finde es halt schöner einfach ohne Mods. Und ja, da ist es natürlich dann umso schwieriger, ne? Wenn die dann den ganzen Tag zu Hause sind. Ja, ich kenne das. Ich habe auch noch 6 Geschwister eigentlich. Mittlerweile bin ich schon, sag ich mal, aus dem Alter raus, wo ich die bei mir zu Hause habe. Aber ich kann mich noch an die Zeit von damals erinnern. Das ist, ja, viel. Da bin ich froh, dass ich selber nur ein Kind habe. Da, der ist relativ pflegeleicht. Aber er hat auch schon ein gewisses Alter erreicht, um pflegeleicht zu sein. Ja, der wird nächstes Jahr schon 18. Die Zeit ging viel zu schnell rum. Siva, was zitterst du? Ist dir kalt? Ja, 18 Jahre wird er schon. Ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Als er auf die Welt kam, in meinem Arm lag. Ja, mit dem Alter, mit 12, habe ich damals angefangen, Sims 1 zu spielen. Das waren noch Zeiten. Da sind die Sims noch vom Küssen schwanger geworden. Da musste man immer aufpassen, welche Interaktionen man macht und sich ja nicht zu viel küsst. Dann stand gleich schon da, du bekommst ein Baby. Das waren noch Zeiten. Eieiei. Thank you.
Also bei uns tatsächlich in Thüringen sind die Sommerferien schon vorbei. Das heißt, du kommst aus einem anderen Bundesland. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wenn ich so arbeitsmäßig denke ich mir auch manchmal so Sommerferien, das wäre noch mal was Schönes. Oder Fabi, arbeiten gehen und aber immer die gleichen Ferien haben wie in der Schule. Das wäre toll. Nichts mit hier 28 Tagen aufs Jahr verteilt und da darfst du keinen Urlaub nehmen, weil da sind Sommerferien, da darfst du keinen Urlaub nehmen, weil da ist dies und jenes. Ach, das war noch schön, Ferien. Möchte ich auch noch mal zurückhaben. Nur die Schule dazu nicht. Nicht unbedingt. Das ganze Gelerne und Gebuckel und Geacke. Und in der heutigen Zeit sowieso nicht. Wenn man manchmal auf der Straße schon sieht, wie grauenvoll die Kinder miteinander umgehen. Nee, deswegen sage ich ja, also die Ferien nehme ich gerne zurück, die Schule nicht. So, du kannst mal hier aufräumen. Dann kannst du mal hier draußen den Viehstall sauber machen. Kannst dich mal um Milka kümmern. Kannst mal hier das Futter ist noch drin, okay. Kannst mal hier noch Futter verstreuen. Ja, stimmt, es hat alles Vor- und Nachteile. Wie gesagt, arbeiten gehen, Geld verdienen, ist alles schön, braucht man ja zum Überleben. Aber wenn man zum Arbeitgeben noch die Ferien dazu hätte, ach, das wäre toll. Das wäre toll. Was ist mit dir? Du bist ganz schmutzig. Dann kann dich dein Papa mal baden. Ach Gott, wer war es jetzt wieder? Ich glaube, Charlotte, oder? Ach, habe ich Glück gehabt. Ja, viel Spaß beim Haushalt machen, Fabi. Allzu lange streame ich jetzt auch nicht mehr. Muss dann auch noch ein bisschen was machen und meinen Rücken noch ein bisschen entspannen. Solltest du nicht eigentlich deine Tochter baden? Chips, na klar. Chips zum Frühstück. Mensch, du sollst die baden. Die müffelt. Du sollst nicht. Was ist denn hier los? Die stinkt. Du sollst sie baden.
6 Flaschen Müllschätze gekriegt. Okay. So, könntest du vielleicht mal deine Tochter baden? Kriegst du das vielleicht hin? Eva wurde heute dabei erwischt, wie sie während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte. Sie wurde ins Sekretariat geschickt. Es reicht, wenn der Test als nicht bestanden gilt. Sie soll sich bei der Klasse entschuldigen. Der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Da sie ja die strengere von beiden ist, sagt sie, es reicht, wenn der Test als nicht bestanden gilt. So. Was muss er jetzt eigentlich noch für seinen Job machen? Mit Filmpartnern anfreunden, Action-Szene üben. Führe mit einem anderen Sim-Action-Szenen oder Science-Fiction-Szenen auf. Okay. Ja. Regisseur und Filmpartner einladen. Okay. Misa Faba, Timono Paz. Uchima Golarga Slonkin. Baima Kapoi. Lucy kommt, der Weltstar kommt hierher. Und tut erstmal bei uns wischen. Na klar. So, jetzt muss ich mal gucken. Also, sie. Na klar, schmeiß unsere Mülltonne um. Samsa, blink! Töpfchen Level 3. Elena Müffelt, okay. Dann kannst du mal Elena baden. Wie sieht's aus? 50%. Sie kam auch. Dann quatschen wir mal noch mit ihr. Quinofa, yips. Ah, Floopy. Scumage. Oh, and Fora. Quinoof. Du sollst nicht tanzen. Oh, ich hasse manchmal die Sims. Wenn sie nicht das machen, was man gerne von ihnen möchte. Benchwi Kimaloo. Yibs, Weibo. Soft Weibs. Oh, it's Tierga. Baloney. Ah. Oh. Hana. Mm. Abenor. Yalzit. Hmm. They're good blue.
Was ist los, Schnick? Lass bitte mal das Kind runter, du musst für deine Aufgaben reden. Apel 996, danke für dein Follow. Siva. 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 Hey! Hörst du auf zu bellen? Warum bellst du denn schon wieder? Musst dich nicht immer von den anderen Hunden anstecken lassen. Ich entschuldige mich für das Bellen meiner kleinen Siva hier. Aber sie ist noch nicht so lange bei uns, erst 4 Wochen. Und ist auch erst 4 Monate alt. Da ist man noch in der Lernphase. Du hast immer noch nicht das Kind gebadet. Geh mal dahin. So, was ist mit Leon? Er kommt nach Hause und hat eigentlich keine Lust auf überhaupt irgendwas. Geh mal aufs Klo, geh mal duschen. Wir müssen in diesem Haushalt vielleicht mal staubsaugen. Staubsaugerroboter. Diese Etage. Siva. Und eine auf diese Etage machen. So, hat er das jetzt endlich mal geschafft, mit den Filmpartnern anzufreunden? Immer noch nicht. Irgendjemand fehlt hier, mit dem er sich noch nicht angefreundet hat. Filmregisseur. Backpfeife geben? Nein, wir geben ihr keine Backpfeife. Wir fragen sie mal nach der Karriere. Ah, Kangaroo. Wir lernen sie mal kennen. Chicks from Bluff? Ah, Zimbabwe! Beshna! Marie Koshima? Noi! Noi! Fras Bobsel? Chichi? Hish Bipsa Lagoosh? Buckle! And Frobby Zebra? Fenoi? Slaboon? Kalahosha? Frobby? Or?
Mitchell! Rubik Myrna Wide. And Fabi Frenoy. Ebani Ishkawaj. And Fabi Frenoy. Ebani Ishkawaj. Hardus Gidna. Thank God. Hug of Rouge. Hada. Bitten auf der Hochzeitsfeier zu trauern. Nein, so. Brusha! Jetzt hat er es abgeschlossen. Na endlich. Heide, nein, das hat jetzt lange gedauert. Okay. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich beende jetzt die Aufnahme für YouTube und möchte noch einmal an alle, die sich das Video eventuell anschauen, für mein Let's Play brauche ich ein paar Frauen, gerne entweder einzeln, als Zweier-WG oder Dreier-WG. Ihr dürft mir gerne ein paar Frauen erstellen unter dem Hashtag AmadoriaFrauen. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ein paar von euch mir da ein paar Sims erstellen und ich die in mein Let's Play mit einfügen kann. Und somit beende ich jetzt die Aufnahme für YouTube. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag, Nachmittag und Abend, je nachdem, wann ihr das Video auch schaut. Und bedanke mich bei euch. Tschüssi.